Ob Superjahle Zick oder Kölsche Jung, die rockigen Songs von Brings, die dürfen auf keiner Karnevalsparty fehlen. Und das seit mittlerweile 3 Jahrzehnten. Die Band, die feiert ihr 30-jähriges Bandjubiläum. Und wir feiern Brings mit einer Doku, die heute Abend im Kölner Open-Air-Kino am Rheinauhafen gezeigt wird. Plus Live-Konzert von Brings. Ja, und Sie konnten auch mit dabei sein, denn wir haben im Laufe der Woche Karten an Sie verschenkt. Manuela Klein, live am Rheinauhafen. Du moderierst die Veranstaltung heute Abend. Die Dokumentation, die soll ja Bilder zeigen, die noch niemand zuvor gesehen hat. Auch Brings nicht. Sind die auch schon so ein bisschen aufgeregt, was da heute gezeigt wird? Ja, Julia, auf jeden Fall, das kann man so sagen. Die wissen nämlich gar nicht genau, welche der Aufnahmen da drin sind. Ich habe ja schon mal Mäuschen spielen können und der Film ist echt sensationell. Ja? Man muss überlegen, 30 Jahre, 3 Jahrzehnte, da ist so irre viel passiert. Also da kann man sich wirklich drauf freuen, auch die Jungs, weil so schlimm wird es nicht. Und die haben halt wirklich auch in den 3 Jahrzehnten ja, ganz viel gemacht, erlebt. Abstürze, Höhenflüge, das komplette Programm. Unvergessen zum Beispiel 1992, das große Aschu-Zeng-Auseinander-Konzert am Klotwigplatz. 100.000 Menschen, die da waren. Ich war damals selbst tatsächlich auch mit dabei. Die können aber auch mit Florian Silbereisen auf der Bühne stehen. Die können auch Hardrock. Das sind halt richtig alte Rock'n'Roller. Ja. Und am Ende sind sie aber tatsächlich ja, groß geworden im Kölner Karneval. Da haben sie wahrscheinlich selber am wenigsten mitgerechnet. Und sie haben sich auch die Pandemie zunutze gemacht, ja, mit den legendären Autokino-Konzerten. Ne? Ihre Idee am Ende haben es halt alle gemacht. So, und jetzt sind sie bei mir, die Jungs, ja, alle 5. Ich freue mich. Erst nochmal herzlichen Glückwunsch, Jubiläum. Ich fange mal bei dir an, Peter. Habt ihr gedacht, dass ihr 30 Jahre schafft? Ja, ne, das weiß ja vorher nicht. Ne? Das, also, du hast natürlich gewünscht, dass es lange dauert, aber dass es dann doch so lange geht. Hätte man vorher nicht denken können. Und sag mal, Stefan, ich habe es ja schon mal gesehen. Also ihr habt ja wirklich wie in der Familie manchmal auch richtig Stress gehabt. Da ist richtig geknallt. Wenn du jetzt so zurückblickst und euch so siehst, wie fühlt sich das an? Das fühlt sich immer noch an wie früher. Es knallt auch immer noch. Wir sind sehr, also hier hat jeder seine Meinung und wir sind sehr impulsiv. Wir können uns streiten und vertragen. Das ist eigentlich das Geile an der Band. Wir haben uns viel gestritten, oft vertragen. Es funktioniert wie in einer echten Familie. Ja. Was war jetzt für dich, Kai, der emotionalste Moment, an den du dich erinnerst? Ja, direkt würde ich mal sagen, klar, Aschu ist ein sehr emotionaler Moment und Stadionkonzert das erste. Im Regen. Im Regen, ja, aber klar. Beste Stimmung, ne? War geil. Absolut. Harry, du musstest sogar zwischendurch echt mal deine Gitarre verkaufen, um den Kühlschrank zu füllen oder die Miete zu bezahlen. Kannst du dich daran noch so erinnern und spürst du das noch? Ja, da war ich traurig. Ja, ja, weil klar, das war zu einem Zeitpunkt ganz am Anfang. Da habe ich so eine schöne alte Gitarre gehabt. Ja, und dann habe ich meine Karte in den Geldautomat und dann kam zup, und dann ist die Karte weg und muss ich die Gitarre verkaufen. Aber alles ist gut. Ja, und Christian, bei dir war es gar nicht so einfach, in die Band überhaupt zu kommen. Der Papa, CDU-Mitglied, ne? Natürlich eine andere politische Ausrichtung. Und als du drin warst, war das erstmal nicht so doll, ne? Ja, aber das ist relativ schnell, war das alles in Ordnung. Wir haben ja Musik gemacht, nichts anderes. Deswegen haben wir uns da auch drauf konzentriert. Ja, Musik macht die auch heute Abend. Ne? Da freuen wir uns natürlich alle tierisch drauf. Erstmal vielen Dank, Jungs. Bis gleich. Den Film gibt es natürlich auch zu sehen. Und Sie, liebe Zuschauer, können ihn natürlich auch schauen. Nächste Woche Freitag am 6.8. Wiederholung am 8.8. Und es gibt noch eine Kinoversion in der ARD-Mediathek. Ist er auch zu sehen. Ja, da kann man nur sagen, Chapeau an die 5. Wir freuen uns. 30 Jahre Brings. Großes Jubiläum. Dankeschön, Jungs. Bis gleich. Dankeschön. Vielen Dank, Manuela Klein. Euch einen wunderschönen Abend. Und jetzt habe ich die Daten noch mal für Sie. Also für alle, die nicht am Rheinauhafen heute dabei sein können. Die Dokumentation gibt es am 6. August um 20.15 Uhr hier in Ihrem WDR-Fernsehen. Und die Wiederholung dann am 8. August.